Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür. Das Christkind. Der Weihnachtsmann. Das Christkind. Nein, der Weihnachtsmann. Ach, der Osterhase. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Wir wünschen euch allen heute einen schönen ersten Advent. Und wir haben uns zum ersten Advent etwas ausgedacht. Und zwar möchten wir uns bei euch bedanken für die vielen netten Kommentare in der letzten Zeit. Das freut uns sehr. Und wie man sieht, ist der Herr des Hauses auch hin und wieder jetzt vor der Kamera. Das wurde ja heute auch in einem Kommentar sehr lieb gewürdigt. Ja, jetzt macht das alles irgendwie total viel Spaß, hatte ich ja schon mal gesagt. Und weil ihr uns so lieb geschrieben habt und wir uns darüber freuen, möchten wir euch eine kleine Weihnachtsüberraschung machen. Ja. Und zwar haben wir uns überlegt, es gibt 10 Preise zu gewinnen. Die ersten 3 Preise sind ein Fotokalender in DIN A4 von unserer Norwegen-Tour dieses Jahr und von letztes Jahr Lofoten, die schönsten oder ein Teil unserer schönsten Bilder. 4 und 5 sind jeweils 10.000 Euro. 2 Mauspads, also ein Mauspad für 4, 1 für 5. Und Plätze 6 bis 10 sind nochmal Tischkalender, auch mit Bildern von dieser Nordkap-Tour in diesem Jahr. Ja, was müsst ihr tun? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es recht einfach. In der Kommentarfunktion einfach Hashtag oder Raute Weihnachten hinterlassen als Kommentar. Und wenn es geht, halt einen Namen dazu, Vornamen dazu. Wenn wir die Auslosung machen, dass wir auch sagen können, das hier ist für Karl, das ist für Emma, nicht einfach, was weiß ich. Und ein YouTube-Channel-Name. Ja. Dass wir euch persönlich ansprechen können. Ja, und wir werden das ganz altmodisch gestalten und werden alle Lose in eine Losschüssel geben und die dann am nächsten Wochenende, am 2. Advent, werden wir die dann verlosen. Ihr dürft uns schreiben bis zum Freitag Mitternacht. Ja, Freitag Mitternacht. 7.12. 7.12. 24 Uhr dürft ihr uns in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr dran teilnehmen möchtet oder nicht. Ihr könnt natürlich auch etwas Persönliches dazu schreiben. Ihr müsst nicht nur das Hashtag und Weihnachten schreiben, aber das sollte dann eben dabei sein. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Gut. Ja, also dürft ihr natürlich gerne auch wieder was Persönliches dazu schreiben. Freuen wir uns natürlich sehr. Und wir werden dann nächste Woche Samstag die Verlosung machen und werden das am 2. Advent dann online stellen. Und damit ihr wisst, wer gewonnen hat. Und dann schicken wir das euch noch zu und dann ist das auch noch bis Weihnachten bei euch zu Hause. Also, wer Lust hat und Laune hat, nehmt dran teil. Wir freuen uns. Nicht, dass nachher noch nicht mal 10 Lose in der Losschüssel liegen. Das wäre natürlich schade. Ja, also macht mit. Wir freuen uns und wir sehen uns dann nächste Woche am 2. Advent wieder. Bis dann ist nämlich mein verrotzter Weihnachtsmann hoffentlich auch wieder gesund. Na, schönen Dank hoch. Ich habe Männergrippe, das ist ernst. Das ist ernst. Die Angehörigen verständigen. Na, ruf mal schön an. Ja, wollen wir mal Bescheid sagen. Notstand ausgebrochen, hat er schön mitgebracht. Eine schöne, fette Erkältung. Wahrscheinlich kriege ich sie dann diese Woche und dann bin ich nächste Woche dran. Schauen wir mal. Also, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja. Bis nächste Woche. Bis zum 2. Advent. Tschüssi. Tschüssi.